sie. Jetzt haben wir die Stadt bald erreicht. Ja, bald. Es braucht nur noch 5 Stunden. Oder ein Leben. Wie meint er das? Volkov ist zurück. Volkov? Manche in der Stadt behaupten, sie hätten Juriks Geist gesehen. Was hat das zu bedeuten? Novgorod, willst du es wirklich wagen? Что тебе нужно от меня? Alexei, ich bin Per Oldendorp und suche meinen Vater. Mein Vater war mit Heinrich Oldendorp auf dem Weg von Gotland nach Novgorod. Und? Sie kamen hier nie an. Was ist denn passiert? Er hat mir ihm erzählt, es war Volkov. Wer zum Teufel ist dieser Volkov? Ein Fürst? Ein Zauberer? Ein Meister der schwarzen Kunst? Weißt du, was das ist? Das ist die Geschichte von Novgorod. Jürgen ließ Volkov schon vor 400 Jahren hängen. Vor den Toren der Stadt zwischen 2 Vogelscheuchen. Da! Schau! Ich sage, Volkov lebt. Fluch von Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Man hat mich verfolgt, getrieben und schließlich erhängt. Doch ich bin immer noch hier. Alexei! Alexei, Sie kommen! Verlasst nicht die schützenden Mauern, denn hier wacht Rüriks Geist. Riskiert nicht euer Leben. Für mich ist es zu spät. Vater! Das Siegel des Volkes, das ist eine Falle. Doch der einzige Weg, die Wahrheit zu erfahren. Eure Neugier hat euch hergetrieben. Bezahlt nun den Preis und erfahrt, was ihr nie zu wissen wagtet. Fluch von Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Eure Neugier hat euch hergetrieben. Bezahlt nun den Preis und erfahrt, was ihr nie zu wissen wagtet. Jetzt haben wir die Stadt bald erreicht. Hier, steh auf. Hier am Wasser herrscht der Wolf. Du musst die Stadt erreichen. Volkov! Der Wasserwolf. Mehr als ein Spiel mit dem Feuer.